Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie gehört haben, dass ich mich ja schon sehr lange mit Raven beschäftige, seit 57 Jahren eigentlich sogar. Und vor 57 Jahren hatte das Ganze noch nicht so die Bedeutung. Und nachdem ich jetzt aber Mikes Präsentation gehört habe, muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Vor vielen, vielen Jahren, in den 70ern nämlich, gab es noch Wölfe in Minnesota. Und es gab auch damals schon Probleme mit Wölfen. Dann hatten wir ein Treffen dazu oder ein Meeting, um zu schauen, was wir tun können, damit die Wölfe nicht die Nutztiere umbringen oder töten. Und wir hatten dort viele Leute bei dem Treffen, die Mike sicherlich Mutualisten nennen würde, denn die haben ja mehr für die Rechte der Tiere gekämpft. Und dann auf der anderen Seite im Raum gab es die Utilitaristen, wie Mike sie nennen würde. Das waren dann eher die Farmer und Bauern. Also wie konnte man es nun verhindern, dass die Wölfe Nutztiere töten? Eine Frau hob dann ihre Hand im Raum und sagte, hier, Dr. Meek, Dr. Meek, kann man die Wölfe denn nicht einfach einfangen und sie kastrieren? Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie kann ich diese Frage nun diplomatisch beantworten? Und dann gab es jemanden, der aufstand und sagte, hey, ich glaube nicht, dass Sie die Situation wirklich verstehen. Diese Wölfe da draußen, die versuchen, die Schafe zu töten und wollen keinen Sex mit den Schafen haben. Das müssen Sie verstehen. Also, Mike, du hast mich echt inspiriert, diese Geschichte zu erzählen. Ja, nun möchten wir aber über die Lektionen, die wir gelernt haben bei der Wiedereinfuhr oder der Rückkehr des Wolfes im Yellow National Park. Und das müssen wir jetzt genau verstehen. Die Nationalparks sind ein Gebiet, in dem der Eingriff durch den Menschen besonders gering sein soll. Also dort soll nichts passieren, was nicht natürlich ist. Andererseits hat die Regierung etwas getan, was nicht natürlich war. Und zwar haben sie bis zum Jahre 1930 die Wölfe im Yellow National Park getötet. Und das ist auch das, was in den gesamten Westen der USA stattgefunden hat. Die Regierung hat also die Wölfe im Park getötet und rechtlich war das in Ordnung, dann aber auch die Wölfe wieder einzuführen in den Park. Und das ist etwas, was wir schon früher hätten tun sollen. Wir sprechen außerdem auch von 20 Jahren oder mehr von Lobbying und verschiedenen Klagen verschiedener Art, die es zu diesem Thema gab. Bevor die Öffentlichkeit und auch der Kongress eigentlich bereit waren, Wölfe wieder einzuführen, aber das US-Gesetz zu bedrohten Tierarten hat sehr viel dazu beigetragen, dass man auch der Öffentlichkeit mitteilen konnte, dass die Wölfe wieder im Yellow National Park sein sollten. So wurden also die Tiere auf die Liste gesetzt, aufgrund dieses Gesetzes, und der Wolf war aber bis 1974 nicht geschützt. Denn in dem Gesetz wurde auch besagt, dass es durchaus in Ordnung ist, die Wölfe wieder zu schützen, und insbesondere im Yellow National Park. Dann war es zu der Zeit auch so, dass alle Beteiligten, die auch mit diesem mit dem Rückkehrplan zu tun hatten, sagten, dass eine Bevölkerung oder Population von 300 Wölfen vorhanden sein muss, bevor man sagen kann, dass die Population sich wirklich erholt hat. Und infolgedessen konnten sie von der Liste der bedrohten Tierarten genommen werden. Also das Minimum, was erreicht werden musste, waren 300 Wölfe in einem Zeitraum von mindestens 3 Jahren. Der Yellowstone Park war ein großartiger Ort für die Rückkehr vieler verschiedener Tiere, weil es hier auch um die 16.000 bis 19.000 Elche gab. Es war sehr gut für die Wölfe. Außerdem auch um die 2.000 Bisons. Also es gab genug Nahrung für die Wölfe hier. Die Wölfe sind von 2 verschiedenen Orten in Kanada in den Yellowstone National Park wieder integriert worden. Das war auch Teil der Übereinkunft. So sieht das Gebiet in Kanada aus, von wo wir die Wölfe geholt haben.
Wir waren ein Team von rund 30 Leuten und einige von denen kamen aus Alaska. Das waren ja Spezialisten. Dann hatten wir ein Flugzeug, was wir nutzen konnten. Wir haben die Wölfe gejagt und haben sie dann eingefangen und haben sie dann überführt. Dazu haben wir auch Helikopter, oder von hier aus, wie Sie hier in dem Foto sehen können, haben wir von dem Helikopter aus auf die Wölfe geschossen, um sie einfangen zu können. Und wir haben versucht, individuelle Rudel zu fangen, damit wir ein gesamtes Rudel transferieren konnten. Dann haben wir sie in die Fahrzeuge gepackt, haben sie ihn dort gemütlich gemacht und haben sie dort erst einmal aufbewahrt. Es hat einige Tage gedauert, bis es dann soweit war. Und als wir dann endlich genug Wölfe hatten, haben wir ihnen Radiotransmitter-Halsbänder umgemacht. Und so konnten wir sie auf verschiedene Arten und Weisen auch überwachen. Dann haben wir sie darauf vorbereitet, sie in ein größeres Flugzeug zu laden. Dann sind wir in die Mitte von Idaho geflogen und eben auch in den Yellowstone National Park. Es gab zwei verschiedene Arten, auf die wir sie freigelassen haben. Im Yellowstone National Park haben wir sie rausgelassen, weil eben ja die Wildnis dort so groß ist und da war genug Platz. Aber was wir zuerst machen mussten, war für den Park sicherstellen, dass die Wölfe innerhalb des Parks bleiben. Wir konnten die also nicht einfach dort rauslassen, irgendwo in der Mitte von Idaho, sondern wir mussten sie einzäunen. Wir haben also jedes Rudel in eine Umzäunung getan. Und außerdem haben wir auch Esel genutzt, um dann die Wölfe hier von dem Schlitten ziehen zu lassen. Und so haben wir versucht, das Risiko mit einem Zusammentreffen des Menschen zu mindern, dass die Wölfe nicht so schnell die Menschen kennenlernen. Und das hat natürlich für viel Aufsehen erregt und sogar Präsident Clinton ist gekommen und hat sich unser Programm angehört. Als es dann an der Zeit war, die Wölfe freizulassen, wollten die ihr umzäuntes Gebiet gar nicht verlassen. Man kann auch sagen, ja, das waren jetzt wohlhabende Wölfe dort in ihrem Gebiet. Aber wir haben Löcher in die Zäune geschnitten und manchmal sind die Wölfe dann auch alleine rausgekommen und haben dann begonnen, ihr selbst Beute zu jagen. Das hier war der erste Elch, der von den Wölfen ungefähr einen halben Tag, nachdem sie freigelassen worden waren, getötet wurde. Selbst, auch wenn es sehr viel Essen und Nahrung für die Wölfe gab, mussten die Wölfe natürlich nicht nur jagen, denn es gab auch bereits Aas, was sie essen konnten. Was wir dann gemacht haben, war, Sie sehen hier fremde Gebiete. Hier, das sind die Gebiete, in denen wir die drei Wolfsrudel hatten, die sich ein Gebiet oder ein Territorium erschlossen hatten, also in der östlichen Ecke des Nationalparks. Dann hatten sie also hier genug Elche und Rehe, die sie jagen konnten. Und hier sehen wir den Anstieg der Wolfspopulation. Es ist von Jahr zu Jahr stetig gewachsen und das auch sehr schnell, weil eben genug Nahrung dort gewesen ist. Innerhalb von wenigen Jahren hatten wir dann sehr viele verschiedene Wolfsrudel, die im gesamten Yellowstone National Park lebten. Kommen wir nun zu Folgendem zurück, der Rückkehr des Wolfes. Die Übereinkunft war, dass wir die Wölfe von der Liste bedrohter Arten nehmen müssen und das dann selbst managen müssen. Also wir erinnern uns, 300 Wölfe in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Und in jeder dieser drei Rückkehrgebiete, also im Yellowstone Park, in der Mitte von Idaho und oben im Norden von Montana, das sind die drei Gebiete. Aber aufgrund der großen Unterschiede der Sichtweisen der Menschen, es gab Leute, die unbedingt die Wölfe beschützen wollten und die ja auch den Schutz immer weiter erholen wollten, die haben die Regierung verklagt und haben es damit verhindert, dass die Wölfe von der Liste der bedrohten Tierarten genommen werden.
Das bedeutet dann also, die hier in diesem Bereich hätten die Wölfe von der Liste genommen werden können, aber stattdessen sind sie eben weiter angewachsen in ihrer Populationsgröße, weil sie weiter geschützt worden sind durch das Gesetz zu bedrohten Tierarten. Diese Population ist angewachsen, obwohl es mehr als 2300 Wölfe, die getötet worden sind, um nämlich die Tötung von Nutztieren zu verhindern. Nachdem die Regierung wollte den Wolf also von der Liste nehmen, dann blieb er auf der Liste und dann hat die Regierung ihn doch von der Liste genommen, dann gab es weitere Klagen, er war wieder auf der Liste, dann wurde er wieder runtergenommen und dreimal war er schon von der Liste gestrichen, nicht nur was den Yellowstone National Park angeht, sondern auch für andere Gebiete und jedes Mal ist er immer wieder geschützt worden und dadurch hat die Populationsgröße immer weiter angenommen. Es war zwischenzeitlich sogar so, dass er für 2 Jahre von der Liste genommen war und in 2 Gebieten gab es dann war dann die Jagdsaison, in der sehr viele Wölfe getötet worden sind. Nichtsdestotrotz sind sie in diesen beiden Gebieten freigelassen worden und das ist eigentlich hier auch, wie sich die Populationen weiterentwickelt haben und wie sie gewandert sind. Man sieht also, was für eine Reichweite die Wanderungsgebiete von Wölfen auch haben. Von nur ein paar wenigen Wölfen aus dem Nationalpark und in Idaho. Und hier sieht man, dass sie auch jetzt Teile von Washington, Oregon bevölkern, in Idaho natürlich. Und auch in Wyoming sind einige vertreten. Und erst vor kurzem sind sie auch in den Norden Kaliforniens vorgedrungen. Und viele von Ihnen haben vielleicht etwas von dem Wolf, der OR7 heißt, gehört. Der ist nämlich vom Nordosten Oregons bis nach unten, nach Kalifornien gewandert und ist dann wieder zurückgegangen und dort aber geblieben. Er ist nicht der Vater dieses neu gefundenen Rudels dort, sondern es ist einer gewesen, der auch einen Radiotransmitter umhatte. Ja, aber hier, der Vater dieses Rudels ist einer, der nicht so ein Radiotransmitter-Halsband umhatte. Der Wolf ist immer noch auf der Liste in Oregon, in Washington, in Kalifornien und in Wyoming. Aber aufgrund der Probleme, die durch die Bevölkerung in Montana und Idaho mit den Leuten vorherrschen, ist es so, dass hier aktuell verhandelt wird, ob man den Wolf nicht doch wieder, dass der Wolf ja auch weiterhin auf die Liste getan wird, weil das ist aber wieder ein Mechanismus, um ihn weiter zu schützen. Ein anderer Faktor oder ein anderes Thema, wovon Sie vielleicht gehört haben, ist die Behauptung, dass in dem Park die Wölfe an der Spitze der Nahrungskette bzw. der trophischen Kaskade sind. Nun, das ist ein Prozess, bei dem es wie folgt aussieht. Die Wölfe reduzieren die Anzahl an Elche, das ist wahr, das haben wir herausgefunden, aber dadurch vermindert sich dann auch wieder die Vegetation oder verschlechtert sich, wenn mehr Elche da sind. Und wir haben gesehen, dass sich nämlich genau dann, wenn weniger Elche da sind, die Vegetation erholt, wodurch gleichzeitig auch viele andere kleinere Tierarten in ihrer Populationsgröße zunehmen. Dieses Thema ist von National Geographic auch behandelt worden und gezeigt worden, aber es gibt eigentlich die Frage, wie verifizierbar und wie sicher diese Ergebnisse eigentlich sind. Denn es gibt 16 Artikel, die veröffentlicht worden sind, die behaupten, dass es diese trophische Kaskade durchaus gibt und dass es Beweise dafür gibt. Aber es gibt auch 11 Artikel, die genau dies in Frage stellen. Sicherlich ist dort auch etwas Wahres dran, aber es ist sicherlich nicht so einfach, wie man zuerst denken würde.
Es gibt sowohl positive wie auch negative Effekte der Rückkehr des Wolfes. Das Positive, was Sie hier auch sehen, ist, dass dadurch das natürliche Ökosystem im Park sich erholt. Es gibt viele Besucher, die sich daran erfreuen, die Wölfe zu sehen. Es sind wirklich tausende Menschen, die jährlich in den Park kommen, um Wölfe zu sehen. Und sie freuen sich darüber, sie sehen zu können. Und das ist zweifelsohne ein sehr positiver Effekt. Tatsächlich ist es auch so, dass auch in sich wirtschaftlich auswirkt. Denn durch den erhöhten Tourismus haben wir $35 Millionen pro Jahr an Zuwachs zu verzeichnen durch die Besucher in dem Park. Und all dies aufgrund der Fakten. Natürlich ein negativer Effekt, die Wölfe töten Nutztiere, das ist natürlich richtig. Und sie reduzieren auch die Populationsgröße der Elche. Und naja, jedes Tier versucht sozusagen hier seinen Job zu machen. Gleiches gilt natürlich auch für die Konflikte mit Jägern, mit denen sie hier im Wettbewerb stehen. Hier, ich möchte jetzt noch einmal gerne über die Behauptung zu Nutztierrissen eingehen. Das bezieht sich hier auf Minnesota, das möchte ich noch mal klarstellen. Aber sie ähneln auch Daten, die wir für den Westen gefunden haben. Es gibt 28.000 kleine Kästchen. Es war ziemlich schwer, die alle zu zählen, das muss ich Ihnen sagen. Also auf dem Papier hier 28.000 kleine Kästchen. Und jedes Kästchen ist sozusagen ein Nutztier. Nutztier in Wolfsgebieten in Minnesota. Also 28.000, beziehungsweise eigentlich sind es 290.000 Nutztiere. Nur eines wird pro Jahr davon von Wölfen getötet, durchschnittlich. Ein einziges Nutztier von 290.000. Es ist also ein sehr, sehr, sehr geringer Anteil an Nutztierrissen. Aber die Bauern, die Nutztierhalter, die dort in den Wolfsgebieten wohnen, für die ist es sehr wichtig zu wissen und natürlich anders einzuordnen. Wenn man nun also gesamt darauf schaut, ist es vielleicht nicht so ein großer Anteil, aber von Ihrer Sichtweise aus ist es das durchaus, denn Sie sehen die Tiere auch mit als Ihre Familie an. Und ich denke, das gilt auch so für Europa. Ich denke, es ist sehr ähnlich, weil das gleiche Problem ist. Natürlich gibt es zwei verschiedene Sichtweisen, was die Wölfe angeht. Viele Leute sehen den Wolf wie einen kleinen, niedlichen Wolf, andere sehen es so. Was in diesen Fällen passiert, ist, dass man ja diese Polarisierung hat. Und wie wir schon gehört haben, das ist auch dieser Unterschied zwischen den Utilitaristen und den Mutualisten. Und weil wir diese Polarisierung haben, gibt es auch diese Fehlinformationen für beide Seiten, ja, für beide Extreme der Meinung gibt es diese Fehlinformationen. Und das sind also ja, Fehlinformationen, die dann auf dem eigenen Glauben basieren. Eine Seite sagt, ja, Wölfe töten nur zum Spaß. Und das stimmt überhaupt nicht. Es ist für die Wölfe selbst sehr gefährlich zu jagen. Viele sind nämlich durch ihre eigene Beute getötet worden. Sie jagen niemals aus Spaß, sondern immer nur, weil sie sich ernähren müssen. Eine andere Fehlinformation ist auch, die man auch bei YouTube findet, vielleicht haben Sie das auch gesehen. Dort heißt es nämlich, dass die Wölfe die Flüsse schützen. Und ohne Wölfe hätten wir keine sauberen Flüsse. Die Dinge sind nicht ganz so einfach. Um diese Propaganda von beiden Seiten nun etwas entgegenzusetzen, haben wir das Internationale Wolf Center errichtet. Wir haben ein Magazin herausgebracht, wir verschicken E-Mails und einige von Ihnen kennen es vielleicht auch. Wir haben also eine Website. Ja, wir hoffen also, dass die Bildung den Menschen dabei hilft, ihre Meinung richtig auszubilden. Ich glaube, das trifft vielleicht nicht auf die mit den wirklich extremen Meinungen zu, aber vielleicht kann man dadurch eine gesunde Mehrheit der Leute in die Mitte dieser beiden Extreme bewegen. Ich denke, es geht nicht darum, sie wissenschaftlich zu informieren in Bezug auf Wölfe.
natürlich, es geht vielmehr darum, eine klare Sichtweise auf den Wolf zu geben. Nun, meine eigene persönliche Meinung. Ich habe die meiste Zeit meiner Karriere damit verbracht, zu betrachten, wie es möglich ist, Wölfe zu managen, obwohl sie natürlich die Beute erlegen und dass sie auch sehr gefährlich sind. Aber der Hauptgrund und Hauptart, wie sie das tun, ist, dass sie in ihrer Auswahl der Beute sehr selektiv vorgehen. Allgemein kann man also sagen, dass die Wölfe alle töten. Die Alten, die Jungen, das ist grundsätzlich richtig. Aber diese Zahlen haben wir ja eigentlich auch die ganze Zeit gesammelt. Aber ich habe eigentlich bis vor, na, sagen wir mal, 10 Jahren gedacht, dass die Art und Weise, wie das geschieht, eigentlich vielmehr wäre, dass die Wölfe einfach ihre Beute suchen und dann ein schwaches Tier zurückbleibt, nicht so schnell laufen kann, und dann schnappen sich die Wölfe dieses und konzentrieren sich auf das schwache Tier. Das haben sie nicht unbedingt bewusst getan, sondern das ist rein mechanistisch passiert, könnte man sagen. Das möchte ich auf dem nächsten Bild auch gerne nochmal zeigen. Es ist, ja, rein, sie ja, suchen sich ihre Beute eigentlich nicht rein mechanistisch aus, sondern ziemlich bewusst. Und das wollte ich gerne zeigen, indem ich ihm hier dieses Video nochmal zeige. Das ist von Bob Landers im Yellowstone National Park gemacht worden. Hier sehen wir zwei Wölfe, die einen Elch jagen. Wenn Sie jetzt kein Tier sterben sehen wollen, schließen Sie bitte Ihre Augen. Das wird jetzt nämlich gleich passieren. Also ein 22 Monate alter Wolf in seinem Rudel, den sehen wir aber nicht. Die jagen gerade an anderen Orten. Und was dieser Wolf hier macht, ist nicht einfach besonders schnell rennen, sondern der geht nur mal so vorbei und beobachtet. Und dann kommt noch ein anderer Wolf dazu, auch der ist 22 Monate alt. Sie haben also noch gar nicht so viel Erfahrung im Jagen von Elchen. Ja, sie laufen also an vielen Elchen erstmal vorbei. Und was wir denken, was sie tun, ist, dass sie sozusagen die Elche abscannen, um zu schauen, welcher von den Elchen am einfachsten zu töten ist. Die Geräusche, die man hört, sind Raben, die den Wölfen folgen. Ganz plötzlich sehen wir, dass der Wolf seine Geschwindigkeit beschleunigt. Er hat etwas festgestellt, etwas gesehen, und gleich wird man sehen, was der Wolf gesehen hat. Er hat eines genau sich hier nun ausgewählt. Ein Elch hat er ausgewählt. So, los geht's. Das ist also sein Zielobjekt. Er muss schneller laufen. Ja. Schauen Sie sich das rechte Hinterbein an vom Elch oder vom Reh. Sie sehen, dass es leicht lahmt. Diese Wölfe müssen natürlich versuchen, den Elch zu töten, ohne dabei selber getötet zu werden. Denn es geht ganz schnell, wenn der Elch mit seinen Hufen austritt. Diese Wölfe machen das also ganz klar nicht aus reinem Spaß, sondern sie gehen damit selbst auch ein Risiko ein. Sie könnten genauso getötet werden. Da
Ja, vergessen wir das mal, wenn wir jetzt ans Abendessen denken vielleicht. Jetzt schauen Sie sich mal den rechten Hinterlauf an. Da sieht man es besonders gut. Ich weiß nicht, ob jetzt hier die Schreie der Raben auch mit gedolmetscht werden oder nicht. Ich sage Ihnen mal nein. Ja, nun stirbt das Tier also. Die anderen Rudelmitglieder werden jetzt auch angerannt kommen und dann auch davon fressen. Das lassen wir jetzt einfach mal geschehen. Als sie das dann gefressen haben, haben wir das hier gefunden. Was man hier sieht, ist, dass der Grund, warum das Tier gelahmt ist, nämlich genau hier drin liegt. Das Tier hatte nämlich Arthritis. Und das war ein 5 Jahre alter Elch, der hier getötet worden ist. Der hatte also, wie gesagt, Arthritis. Und nun ja, aber der springende Punkt ist, dass die Wölfe das festgestellt haben als eine Schwäche, als ein schwaches Tier. Und dieser Moment war eigentlich auch der erste, in dem wir wussten, dass es möglich ist, dass eben nicht alles nur mechanistisch funktioniert, sondern dass eben auch die Auswahl der Beute zu einem großen Teil ganz bewusst stattfindet. Und so können Sie nämlich dann auch das Risiko für sich selbst minimieren. Vielen Dank. Thank you.